Wir wachsen immer weiter. Wir werden immer mehr zur globalen Marke. Wir haben jetzt USA, wir haben Europa, wir haben Middle East, wir haben die Asien-Sektion mit Singapur und Australien. Und wir fassen uns immer mehr zu einer Marke zusammen. Wir haben jetzt die letztes Jahr erworbene OTT-Practice TerraVolt umbenannt in Quest Engage. Auch die jetzt unter das Brand gefasst. Im Jahr vorher die Softwareentwicklung in Quest Digital umbenannt, sodass wir immer mehr eine Marke und ein weltweit operierendes Unternehmen werden. Quest ist ein Consulting-Unternehmen. Wir haben uns mit der Innovationspractice und dem ganzen Thema Foresight Innovation natürlich auf die Zukunft auch ausgerichtet. Was wir als Vision haben, ist, dass jedes Unternehmen, jedes große Brand, das weltweit existiert, in der Zukunft ein Medienunternehmen ist. Und das sehen wir immer mehr. Alle Unternehmen, die Produkte für Consumer herstellen, müssen immer mehr mit Influencern arbeiten. Wir haben unheimlich viel eigenen Content. Der Content wird distribuiert. Wir sehen die Möglichkeiten, die sich aus der Werbung, der direkten Werbung ergeben, wo wir Bildmaterial, wo wir Content haben. In dem Content gibt es dann Begehrlichkeiten. Diese Begehrlichkeiten sind Produkte, die dort beworben werden, in die man idealerweise direkt klickt und dann auch sofort erwerben kann. Insofern sehen wir, dass wir unser größtes Entwicklungspotenzial insbesondere bei den großen Industrieunternehmen haben, die in der Zukunft immer mehr auch zu Medienunternehmen werden.